noch. Betreibe in meinem Labor PCA seit über 30 Jahren. Handwerklich sehr gut gemacht. Ohne dieses Paper hätten wir nicht sehr früh einen Impfstoff gehabt. Die Techniken sind rock solid. Das ist quasi aus ethischen Gründen sozusagen schwierig ist, ja, Ansteckungsversuche zu machen. Das ist nicht nur schwierig, das ist ein No-Go. Sie vermuten überall irgendwelche komischen Fallstricke, ja, das ist nicht so. Wir gehen doch einfach nur streng wissenschaftlich vor. Nein, die DFG sagt, wir müssen Negativkontrollen haben und es gibt keine. Wir schreiben alle an, alle sagen, wir kennen keinen. Hier wurden alle Kontrollen gemacht. Ich könnte sogar damit leben, dass sie gar keine Kontrolle gemacht haben, denn es ging hier darum, ein neues Virus zu identifizieren. Mhm. Ja? Da brauche ich nicht unbedingt eine Wasserkontrolle. Wenn ich davon ausgehe, dass die Methode valide ist, dann ja. Die Methode ist valide, das können wir mir glauben. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind ja heute in der Uni Hamburg. Herr Professor Dr. Wolfgang Streit hat uns eingeladen. Er hat Biologie studiert und hat im Bereich Mikrobiologie habilitiert. Sie leiten hier seit 2006 die Abteilung für Mikrobiologie und Biotechnologie und sind auch der Mitherausgeber von verschiedenen Fachzeitschriften. Insofern als erstes erstmal vielen Dank für die Einladung, auch dass das so spontan geklappt hat. Als erstes können Sie vielleicht einfach mal für unsere Zuschauer kurz ausführen, was Sie hier genau in Ihrer Abteilung machen, was Sie erforschen? Also, wie Sie das schon gesagt haben, ich bin von Hause aus Mikrobiologe und ich vertrete hier eine Abteilung für allgemeine Mikrobiologie. Das sind vor allen Dingen Fragen der allgemeinen Mikrobiologie, die wir hier angehen. Das reicht von, wie funktioniert eine Kläranlage, bis hin zu Fragestellungen, gibt es da draußen Bakterien, die Plastik fressen, oder auch Fragen über beispielsweise mikrobielle Biofilme. Dann gibt es auch noch Bereiche, die wir uns anschauen, die etwas mit Zell-Zell-Kommunikation zu tun haben, so dass wir ein relativ breites Spektrum an verschiedenen wissenschaftlichen Fragen angehen. Sehr schön. Sie haben 2017 auch einen Artikel im Bereich der Viren-Genomsequenzierung veröffentlicht. Haben Sie in Ihrer Laufbahn auch mit der Virologie da mehr zu tun gehabt? Eigentlich war das dieser Artikel eher so eine fast Zufallsproduktion, muss man sagen, weil wir zufällig mit die Ersten waren, die so einen relativ großen Sequenzpool generiert hatten. Und wir in der Abteilung beschäftigen uns zurzeit eher mit sogenannten Bakteriophagen. Das sind also die Viren, die Bakterien infizieren. Mhm. Ja, da haben wir auch Ihren Vortrag gesehen bei der Klimawoche, wie dann Bakterien Plastikmüll auffressen kann. Auch sehr spannend auf jeden Fall. Genau, das können wir ganz gut. Da haben wir viel Expertise drin. So, jetzt zu den Fachfragen. Genau, also vielleicht erklären Sie einmal für die Zuschauer, was eigentlich genau der Unterschied ist zwischen den Bakteriophagen, also den Viren, die dort Bakterien befallen, und den sogenannten pathogenen Viren oder krankmachenden Viren, wie zum Beispiel jetzt Masern oder SARS-CoV-2. Was ist da so in der Forschung der eigentliche Unterschied? Na, der eigentliche Unterschied ist, dass die Bakteriophagen oder Querstrich einfach nur Phagen, dass die natürlich nur sogenannte Prokaryoten, also Bakterien und Archaeen, befallen, während die Viren eben eine eukaryontische Zelle befallen und dort eben dann die Infektion durchführen. Mhm. In beiden Fällen führt das aber sehr oft dazu, dass eben sowohl die eukaryontische Zelle verstirbt oder stark geschädigt wird und natürlich auch die bakterielle oder archaeelle Zelle versterben. Mhm. Und sozusagen für den Nachweis, für den wissenschaftlichen Nachweis, angenommen, wir haben jetzt ein neues Symptom bei einer Alge oder bei einer Pflanze oder eben auch bei einem Menschen. Was sind die konkreten Schritte, die ein Virologe oder ein Mikrobiologe unternimmt, um so ein pathogenes Virus oder eben auch einen Bakteriophag nachzuweisen? Also step by step quasi, wo fängt man an, wo hört man auf? Also da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten, ein Virus
Fagenbefall nachzuweisen. Das eine wären sicherlich Analysen auf Ebene des Erbgutes. Aber es gibt DNA- und RNA-Viren, Fagen. Also muss man hier natürlich genauer hinschauen, um was es sich handelt. De facto würde man aber diese molekularen Techniken oder Omics-Techniken, wie wir sie oft nennen, natürlich als erstes nutzen. Was aber sicherlich auch sehr interessant sein kann und aufschlussreich ist, dass man bildgebende Verfahren dazu nimmt, also zum Beispiel Transmissionselektronenmikroskopie oder gar Kryoelektronenmikroskopie, um die Phagen oder Viren eben auch visuell sichtbar zu machen. Mhm. Ja, beides zusammen, man hat das Genom des Phagenvirus plus ein visuelles Bild, hilft einem schon sehr viel weiter. Mhm. Was würden Sie sagen, ist jetzt der grundlegende Unterschied beim Nachweisverfahren zwischen jetzt zum Beispiel einem SARS-CoV-2-Virus oder jetzt einem Bakteriophag? Was ist der grundlegende Unterschied im Nachweisverfahren? Der grundlegende Unterschied ist eigentlich kaum vorhanden. In okay. beiden Fällen läuft es immer auf Sequenziertechniken hinaus. Mhm. Und bei den bildgebenden Verfahren ist das ähnlich. Wir reden über sind ja keine Organismen, es sind ja Partikel. Ne? Mhm. Im Nanometerbereich, also 10 hoch minus 9 Meter, winzig klein. Ja? Und die kann ich ja mit dem bloßen Auge überhaupt nicht erfassen. Also kann ich die einzigen Möglichkeiten, die ich habe, ist, ich schaue mir das Erbgut an. Und da sind die Methoden gleich. Oder ich schaue mir das halt mit einem bildgebenden Verfahren an und da brauche ich eine hochauflösende Mikroskopie. Hm. Anders komme ich da nicht hin. Und das spielt es eigentlich keine Rolle, ob das jetzt ein Bakteriophage ist oder ob das ein Virus ist. Können Sie vielleicht auch mal für den Laien erklären, was diese Genomsequenzierung ist, was da gemacht wird? Also bei Genomsequenzierungen wird das Erbgut entschlüsselt. Ja? Viren, Phagen, muss man sich so vorstellen, die haben unterschiedlich große Genome. Ja? Die haben ja so lustige Formen, da sieht man so eine Kapsel, ja, und diese Kapsel besteht aus Proteinen. Und ich sage das jetzt mal so, wahrscheinlich sind bei den meisten Bakteriophagen haben wir so 30 bis 50 Proteine, / Gene, ja, Gene machen das Genom aus und die kodieren für Proteine. Und jedes dieser Gene ist hat so eine Größe von vielleicht einer Kilobase, natürlich auch manchmal sehr kleine Gene von nur wenigen 100 Basenpaaren oder 100 Basenpaaren, das ist sehr variabel, aber in diesen kleinen DNA-Fragmenten werden eben Proteine, Enzyme und auch zum Teil nicht-proteinogene Informationen kodiert und die entschlüsselt man mithilfe dieser Sequenziertechniken. Ja? Das heißt, man liest da diesen genetischen Code aus, das sind diese vier Nukleotide, bringt die in die richtige Reihenfolge und kann dann einfach so ein Gesamtgenom etablieren. Das funktioniert über den Computer mit? Oder wie ist da die Vorgehensweise? Die Vorgehensweise ist tatsächlich so, dass das unheimlich viel Computerarbeit drinsteckt. Die modernen Sequenzierverfahren, die machen immer ganz kurze Schnipsel, ja, also so ein paar hundert Basenpaare lang. Und diese vielen kurzen Schnipsel, die legt dann der Computer zusammen und macht daraus im Prinzip ein komplettes Genom. Ja, das komplette Genom ist oft ein Kreisel. Aber es kann auch einfach nur so ein lineares Fragment sein. Mhm. Und woher weiß der Computer, wie er sozusagen das zusammensetzen muss? Hat er da irgendwie eine einprogrammierte Vorlage oder wie läuft sozusagen dieses Sequenzierverfahren am Computer ab? Nach welcher Theorie baut er das dann zusammen? Ja, der macht das natürlich mit smarter Software, die auch über viele Jahre optimiert wurde. Und der schaut immer, wenn ich so ein kleines Stück, müssen Sie sich vorstellen, wie so ein Text hier im Manuskript, was wir dort liegen haben. Wenn ich das jetzt in 1000 kleine Schnipsel zerschneide, dann sucht er sich aber immer ganz kurze überlappende Bausteine raus. Ganz wenige Sequenzen. Und das macht er nicht, also wie mit Ihrem Text, da würde ich jetzt vielleicht 100 Fragmente draus machen, sondern der macht das aus 1000 oder 100.000 und findet immer ganz kleine überlappende Bereiche und die stapelt er übereinander und sieht dann,
dort, wo es am besten passt, baut das zusammen und damit kommt er praktisch auf einen nahezu fehlerfreien Text am Ende wieder zurück. Mhm. Ja, und das ist wirklich hochredundant. Sie machen dann aus so einem Genom, was vielleicht 50 Kilobasen groß ist, da sequenzieren sie zwischen 10, also mindestens 10-fach größere Größe, aber oft ist man im Labor, kann man das gar nicht so genau abschätzen, macht man ein viel größeres Übersequenzieren, so dass man eine riesen Datenmenge hat am Ende des Tages und sich sehr sicher sein kann, dass das Genom tatsächlich geschlossen ist. Sehr sicher. Inwiefern kann man das validieren, dass es sehr sicher ist? Man kann natürlich immer unterschiedliche Proben dann auch sequenzieren. Mhm. Also macht das nicht nur an einer Probe. Und na, wenn ich nachher, sag ich mal, in 10.000 Basen oder 10.000 Buchstaben, wenn ich dann da einen Fehler drin habe oder zwei Fehler, ist das eigentlich zu vernachlässigen. Ja? Wenn ich jetzt diese Proben sequenziere, um das Erbgut eines Partikels herauszufinden, wie stelle ich am Anfang sicher, dass ich auch nur dieses eine Partikel sequenziere? Weil ja in der Probe ist ja alles Mögliche drin. Ne? Da sind ja sämtliche Erbgutinformationen von anderen Teilchen. Wie schaffe ich es, dem Computer zu sagen, er soll nur dieses Partikel sequenzieren? Beziehungsweise wie bereite ich die Probe vor, dass er nur diese Erbinformation bekommt? Also gar nicht, würde man fast platt sagen. Ja? Natürlich kann man sagen, ich versuche jetzt so ein gerade bei den Bakteriophagen ist das natürlich viel einfacher, weil wir viel höhere Titer bekommen, kann ich versuchen, möglichst nur Phagen-DNA zu extrahieren. Aber ich kann nie wirklich... Wie machen Sie das? Es gibt Standard-Laborprotokolle, die sind ein bisschen komplizierter. Also mit Zentrifugen zum Beispiel? Ja, Zentrifugen wird da auch gemacht, Filtration und so. Mhm. Das geht schon ein bisschen, geht schon ganz gut. Ich kann aber nie ausschließen, dass ich nicht DNA von der Wirtszelle da drin habe. Mhm. Letztendlich ist das aber für den Sequenzierprozess egal. Ich sequenziere einfach alles und rechne nachher die eukaryotische Zelle einfach raus. Ja, der Computer assembliert mir eben die eukaryotische Zelle oder was er davon kriegt, plus die Virenphagen-DNA und das lasse ich nachher einfach rausrechnen. Okay, das heißt, der Computer hat sozusagen eine Datenbank, wo er einen Sortiervorgang, er sagt quasi, das ist jetzt menschlicher Teil, das ist viraler Teil, wie auch immer. Einfach rausgerechnet. Das wird einfach rausgerechnet. Da wäre jetzt zum Beispiel auch eine Frage für mich als sozusagen kritischer Wissenschaftler. Wie wird sichergestellt, dass das quasi zu keinen Fehlern führt? Müssten wir ein Kontrollexperiment machen, wo wir sozusagen eine andere Probe von einem Gesunden, von einem Kranken mit einer anderen Krankheit, sequenzieren wir dort sozusagen gleichzeitig parallel auch nochmal und schauen nach, ob wir das gleiche oder ein unterschiedliches Ergebnis bekommen. Wie wird das sichergestellt, dass wir hier nur das Sequenzierergebnis spezifisch für dieses virale Genom enthalten? Also klar, man kann dann auch andere Kontrollen mitsequenzieren, aber nach meinem Verständnis sind die Techniken so ausgereift, dass ich, wenn ich die eine Zelle habe, dann reicht das, oder den einen Zellpool habe, ja, und der ist infiziert und mache dann die Sequenzierung, dann reicht das und ich kann das Virus oder das Virusgenom sehr sauber darin identifizieren, weil es eben gar nicht im Hintergrund dazugehört. Mhm. Ja, also da würde ich mir ja keine Gedanken machen, dass das nicht zu identifizieren. Das ist im Prinzip ein fremdes Stück DNA, was Sie vorher nicht in der Sequenz hatten. Ja, das wäre so, als würden Sie, wenn ich jetzt wieder Ihr Skript nehme, Sie würden sich kurz rumdrehen. Ich schreibe dann mit der gleichen Schrift einfach ein paar andere Wörter rein. Die finden Sie nachher auch wieder raus. Ja? Die gehören eben nicht in das Genom des Original oder des Wirtes hinein. Das findet man. Mhm. Wir haben einmal eine Studie mitgebracht, die werden Sie sicherlich kennen. Das ist sozusagen die berühmte Studie von Fan Wu, die ganz am Anfang von Corona im Januar 2020 publiziert wurde. Da wurde quasi das Referenzgenom von SARS-CoV-2 publiziert, in Nature veröffentlicht. Und ich hatte mir diese Studie dann angeschaut und mir ist eben aufgefallen, dass die Forscher zum einen nur eine Patientenprobe. So, ja. Da sind wir mal. Die Studie insofern
sehr wichtig, dass das das Referenzgenom ist, wo auch wo die ganzen Impfstoffhersteller, das hat auch der Illumina-Chef beim World Economic Forum explizit nochmal gesagt, die haben halt sich auf diese Arbeit berufen, wo sie halt ihre Daten hergenommen haben. Insofern diese ist die Grundlagenarbeit. Ja, oder auch die nachfolgenden Sequenziervorgänge weltweit haben ja immer dieses Referenzgenom für das Alignment benutzt. Jetzt ist halt die Frage, wir haben ja gerade über die Sequenziervorgänge gesprochen. Und hier im Methodenteil dieser Studie sieht man eben, dass eben zwei verschiedene Assembler benutzt wurden, einmal Megahit und einmal Trinity. Und das eine Programm hat quasi 30.400 Nukleotide ausgerechnet als Genom und das andere Trinity hat 11.760, also weniger als die Hälfte ausgerechnet. Wie würden Sie das einschätzen, dass zwei Softwareprogramme aus den gleichen Rohdaten, aus der gleichen Probe, ein so unterschiedliches Ergebnis erreichen? Also erstmal muss ich sagen, ich bin kein Bioinformatiker. Das ist eine Fragestellung, die man an so einen Bioinformatiker heranträgt, der so ein Sequenzierlabor leitet. Und der würde das sicherlich viel besser erklären können als ich. Aber aus meiner Erfahrung heraus, die wir mit Bakteriophagen haben, überrascht mich das nicht so ganz. Denn bei den Virenphagen sind große Teile der Genome einfach nicht bekannt und man hat auch viele Repeats da drin, also repetitive Einheiten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das genau die Probleme sind, die dann so eine Software hat, dass sie über das ein oder andere Repeat stolpert und das nicht als eigenes Fragment erkennt und damit dann die Sequenz viel kürzer vorhersagt, als sie eigentlich ist. Ja, aber das würde ich empfehlen, nochmal an so einen Leiter von einem Sequenzierlabor direkt heranzutragen. Wie stellen wir denn am Ende, also in diesem Fall haben die Forscher sich jetzt für die längere entschieden, aus dem Programm Megahit mit 30.474 Nukleotiden und haben die das Ergebnis aus Trinity haben sie gar nicht mehr weiter behandelt. Sie haben auch nicht begründet, warum nicht. Sie haben einfach das längere genommen. Wie stellen wir denn jetzt sicher als Forscher, dass wir sozusagen am Ende, für welche Sequenz auch immer wir uns entscheiden mögen, wie stellen wir sicher, dass diese Genomsequenz in der Realität auftaucht, als ganze Sequenz, wenn wir das Ergebnis vom Computer am Ende haben? Gibt es da nochmal eine Probe am Ende, dass man versucht, eine komplette Sequenzierung mit einem anderen Verfahren, zum Beispiel nach Sanger oder so, zu sequenzieren, um diese Sequenz oder vertraut man einfach am Ende dem Ergebnis? Also prinzipiell würde man immer verschiedene Techniken einsetzen, um so eine Sequenz zu etablieren. Gerade wenn man weiß, da sind viele Repeats drin oder das ist ein bisschen schwammig. Die hatten das Paper, die haben wahrscheinlich unter extremem Zeitdruck damals gestanden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, solche Sequenzierprojekte durchzuführen. Das eine ist eben ganz klar, also nicht ganz klassisch, hier gibt es diese Next-Gen-Sequencing-Maschinen, wo vor allen Dingen der Name Illumina, ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen, bekannt ist. Die machen sehr kurze Fragmente und sequenzieren sehr viel über. Es gibt aber auch die Verfahren, wo man deutlich längere Fragmente herstellen kann, zum Beispiel PacBio-Verfahren oder die kleinen Nanopore-Sequenziersysteme. Und diese Verfahren muss man einfach unabhängig anwenden und praktisch nachher die Ergebnisse zusammenbringen und dann wird man schon sehen, wer hat jetzt recht. Ich vermute aber auch, dass tatsächlich die längere Variante die richtige Variante ist. Okay, Sie sagen also, es ist schon wichtig, am Ende nochmal eine Kontrolle zu machen über ein alternatives Verfahren oder über ein Kontrollexperiment, um das zu validieren. Also man darf nicht einfach nur die errechnete Sequenz als bare Münze sozusagen nehmen am Ende. Also in der Regel, die Kollegen, Kolleginnen, die solche Genome etablieren, die benutzen in der Regel wenigstens zwei unterschiedliche Verfahren, um am Ende eine ziemlich vollständige Sequenz zu haben.
Man hat ja als Grundlage hier von diesem Paper, man hat nur die Probe von einer einzigen kranken Person gehabt und hat dann auch Wasser als Negativkontrolle benutzt. Insofern, da wir haben zumindest da keine Dokumentation gesehen, dass man irgendwelche Negativkontrollen durchgeführt hat oder eine zweite Probe hatte. Das brauchte man ja auch nicht. Das humane Genom war bekannt. Ja, und ein 30 kb Fragment, ja, finde ich da drin. Das kommt nicht von irgendwo her, ja. Und dann die Virusload war ja wahrscheinlich in dem Patienten, Patientin auch entsprechend. Mhm. Ja, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Da brauche ich keine zweite, in dem Sinne keine zweite. Sicherlich im Laufe der Zeit haben die natürlich schon jede Menge Patienten-Samples sequenziert, aber für die erste Bestimmung reichte das sicherlich aus. Mhm. Dann eine Frage zur nochmal zur Validierung der Methode. Ich habe jetzt nicht konkret diese Forscher hier angeschrieben, aber ich habe viele weitere Forscher angeschrieben, zum Beispiel von der Universität Melbourne, vom Daughtry Institute. Die haben sozusagen die erste Genomsequenzierung außerhalb von China, eben in Australien gemacht. Und ich hatte der CDC und auch das Pasteur-Institut zum Beispiel in Frankreich angeschrieben. Und alle haben mir versichert, dass sie keine Kontrollexperimente durchgeführt haben, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel eine Patientenprobe nochmal sequenziert haben von einem Gesunden oder von einem Patienten mit einer anderen Krankheit und versucht haben, aus diesen Sequenzierdaten auch nochmal das Referenzgenom, was hier vorgelegt wurde, zu errechnen. Wäre das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Kontrolle, dass man schaut, hey, kann ich dieses Referenzgenom auch sozusagen allein über eine andere Patientenprobe? Ja, Sie gehen davon aus. Ich glaube, da muss man aufpassen. Also ich glaube, Sie gehen davon aus, dass Sie sagen, die haben die Samples oder die Proben genommen, indem sie eine eukaryotische Zelle lysiert haben und dann die Gesamt-DNA daraus geholt haben, das integrierte Virus und das dann alles sequenziert haben. Das war aber nicht so, sondern die haben ja Swaps gemacht, erinnern Sie sich noch, ne? Da wurden diese Abstriche da hinten tief in den Rachen reingemacht. Und dort hat man ja schon eine sehr hohe Virusload gehabt. Ja? Und in diesen Swaps waren relativ viele Viruspartikel drin. Daraus wurde die DNA isoliert. Das haben sie alle schon selber gemacht mit den Testkits, wo dann nachher die zwei Streifen waren oder der eine Streifen, ne? Bei der hohen Anzahl an oder bei der relativ hohen Menge an Virusmaterial, die man daraus aus den Swaps rausgeholt hat, musste man nur die sequenzieren, denn in den Negativkontrollen war das Zeug ja nicht vorhanden. Jetzt ist es aber so, das haben uns auch Forscher zum Beispiel der Universität Nizza bestätigt. Wenn man wenn man Negativkontrollen macht, mit zum Beispiel Patientenproben, die negativ im PCR-Test waren oder von gesunden Proben, dann schaffe ich es auch, sozusagen das Genom von SARS-CoV-2 in diesen Proben zu assemblieren. Also mit genug sozusagen Laborhilfe, ja. Man kann da ja zum Beispiel PCR benutzen, um die Probe zu amplifizieren, dass ich eben mehr genetisches Material erhalte. Oder man kann die Art und Weise, wie man im Labor arbeitet, zum Beispiel, welche Zusätze werden zur Zellkultur noch hinzugegeben, die Menge der Antibiotika und so weiter. Also man hat halt relativ viele Stellschrauben. Jedenfalls ist es so, dass ich auch aus negativen Proben teilweise Genome assemblieren kann. Deswegen meine Frage oder mein Gefühl wäre, okay, es wäre schon gut, eine solche Kontrolle zu machen, weil ich eben diese Ergebnisse trotzdem erzielen kann. Okay, von der Seite haben Sie recht, ja, aber das ist was ich sagen würde, das ist Standard Procedure in jedem Labor, die eben versuchen, einen pathogenen Organismus oder pathogenes Partikel in einer Probe nachzuweisen. Da muss man einfach wissen, wenn ich zu viele PCR-Cycles mache, dann amplifiziere ich auch mal was aus der Raumluft hoch. Ja? Und ich bin ganz sicher,
alle namhaften Labors, die wissen das und die werden auch die entsprechende Anzahl an Negativkontrollen oder Positivkontrollen auf der anderen Seite mitgeführt haben. Also was würden Sie sagen, das sehe ich halt genauso, wie Sie auch gerade gesagt haben. Es ist ja auch für einen Wissenschaftler absolut klar, das lernt man ja auch im ersten Semester mehr oder weniger. Aber wir haben wirklich konkret alle namhaften Institute der Welt angeschrieben. Ich meine, das können Sie jetzt nicht überprüfen, aber nehmen Sie das jetzt einfach mal als gegeben hin. Ich habe das auch mitgebracht. Die haben wirklich alle durch die Bank weg gesagt, dass sie das Kontrollexperiment nicht gemacht haben. Also eine sozusagen positive Probe sequenzieren und eine negative Probe sequenzieren und schauen, ob man das gleiche virale Genom daraus errechnen kann. Und das andere Kontrollexperiment, dass man sozusagen versucht, andere Viren zu errechnen, ne? Dass man jetzt sozusagen aus der SARS-CoV-2-Probe versucht, HIV, gibt man dem Assembler das HIV-Referenzgenom und versucht, das dann zu alignen. Das wäre ja auch nochmal ein Kontrollexperiment, um die Methode zu validieren. Auch das wurde auch in der Vergangenheit nie durchgeführt. Man könnte ja auch sagen, hey, wir haben das schon alles validiert in der Vergangenheit, das ist schon valide, aber auch, ich habe kein Paper dazu in der gesamten Geschichte gefunden, wo das mal gemacht wurde. Also beide Kontrollexperimente fehlen einfach komplett und also für mich ist das dann schon, ja, würde ich sagen, ein Problem. Das sehe ich nicht so. Okay. Ich hätte das genauso gemacht wie die Kollegen. Ja. Die waren auf der Suche danach. Die Frage war eben, SARS-CoV-2 nachzuweisen. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt wenn ich so eine Zelle habe und die ist jetzt infiziert von, oder so ein Zellpool, der ist infiziert auch von einem HIV, dann muss ich dem Computer nicht sagen, er soll bitte die DNA extra assemblieren oder dem Programm sagen, es soll das bitte assemblieren. Das wird sowieso gemacht. Ich kann dann einfach mit einem Mausklick nachher draufgehen und sagen, was habe ich denn da noch an zusätzlicher DNA in dem assemblierten Genom? Mhm. Aber wenn ich natürlich die Aufgabe kriege, SARS-CoV-2 nachzuweisen, dann kümmere ich mich nicht um die anderen Viren oder anderen DNA-Strukturen da drin. Das Problem ist aber, ich meine, für die Methode an sich, wenn ich es schaffe, aus der gleichen Probe mehrere RNA-Viren zu assemblieren oder zu alignen, inwieweit ist dann diese Methode sozusagen mit der Realität in Verbindung gebracht? Naja, das ist natürlich am Ende wahrscheinlich eine statistische Frage. Die Patienten haben die und die Symptome und neu aufgetreten ist dann SARS-CoV-2 und die anderen Viren waren eben auch schon bekannt und vor allen Dingen in dem Titer. Da muss man ja auch sehen, was war da der Haupttiter an viraler oder an Virus Load, ne? Und das korreliert einfach. Aber wenn ich aus der, also Sie sagen, es ist eigentlich ausgeschlossen, dass ich aus der gleichen Probe mehrere verschiedene Viren oder alle Viren, letztendlich alle RNA-Viren bauen kann. Ausgeschlossen, wenn Sie einen gesunden Patient haben, kann ja sein, dass der noch irgendwelche anderen Viren im Genom hat, aber nicht in dem Titer. Ja? Okay, also nicht in der Stärke sozusagen. Genau. Aber es ist möglich, die dann trotzdem zu finden. Letztendlich kann man, hat ja Carrie Mullis auch schon gesagt, mit PCR alles irgendwo sichtbar machen. Die Frage ist halt nur dann der Titer oder die Interpretation, sagen Sie. Genau. Des Ergebnisses. Okay. Halten Sie es denn für notwendig, dass jetzt in diesem Fall das SARS-CoV-2-Virus biochemisch charakterisiert wird? Oder sagen Sie, wir verlassen uns komplett auf diese Computer? Was heißt, also biochemisch würde man vielleicht besser sagen, molekularbiologisch, so die ganzen Infektionszyklen und diese ganze Biologie, sagen wir mal so, vielleicht des Virus zu verstehen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ja? Das wird sicherlich jetzt auch in den entsprechenden Instituten passieren. Also ich vermute, dass es dort die entsprechenden Forschungsabteilungen gibt, die sich sehr genau anschauen, wie läuft das von der Infektion, was passiert in der Zelle, was passiert dann im Host, ja, wie breitet sie sich in der Luft aus und so weiter und so fort. Und das wird aber, das ist eine komplizierte Forschung und das wird sicherlich einige Jahre dauern, bis man ein halbwegs gutes Verständnis davon hat. Bevor wir zur Übertragung und so weiter kommen, ich meine, dieses biochemische Charakterisieren, da haben wir ja auch viel Schriftverkehr mit den entsprechenden Virologen geführt und haben da angefragt, ob die denn einen isolierten Virus vorliegen haben. Und wie viele Wissenschaftler wurden da angeschrieben? Auch
glaube mittlerweile ja, über 200 Institutionen. Die haben alle gesagt, dass sie kein Virus, dass ihnen kein Papier bekannt ist, wo der Virus tatsächlich isoliert wurde und biochemisch charakterisiert wurde. Das heißt, wir sehen, es basiert alles auf Grundlage einer Computerberechnung, wo man keine notwendigen Kontrollen durchgeführt hat. Ja, das ist nicht so. Also ich glaube nicht, dass die Kontrollen dort missachtet wurden, sondern das hat schon so seine Richtigkeit, ne, was die Kollegen da gemacht hätten. Das hätte ich auch nicht anders gemacht. Wenn ich nochmal. Kann ich kurz dazu einhaken, weil also Ihrer Meinung nach ist das, was wir gerade gesagt haben, auch richtig, nämlich dass wenn Virologen eigentlich meinen, sie haben ein Virus isoliert, dann meinen sie aber nicht im eigentlichen Sinne des Wortes, dass man es quasi gereinigt vorliegen hat als einzelnes Partikel, sondern wenn die Virologen von einem Isolat sprechen, dann meinen sie in der Regel eine Zellkultur, wo sie sagen, dass dort das Virus enthalten sei. Aber sie isolieren es jetzt nicht in der Art und Weise, dass sie damit biochemisch eine Analyse machen könnten oder dass sie es quasi gereinigt vorliegen haben und damit zum Beispiel Ansteckungsversuche machen können. Das sind unterschiedliche Auslegungen von was ist gereinigt. Ja? Ich vermute, dass man nicht alle Viren oder Viruspartikel einfach so jetzt ist, als was erwarten Sie, als weißes Pulver dann irgendwie in einem Glasweil haben wollen? Das geht nicht. Nee, ich meine zum Beispiel jetzt, wenn man in einem Dichtegradienten auszentrifugiert, dass man die viralen Partikel dann alle in einem Band sieht das oder so. Das kriegt man wahrscheinlich hin, aber das ist auch extrem mühsam. Ne? Und diese dichte Gradiententechnologien, das ist die Biochemie der 80er, 90er, vielleicht noch der Anfang 2000er Jahre. Warum macht man das nicht mehr? Viel zu aufwendig. Ja. Da passt doch jetzt das rein, was ich sagen wollte. Okay. Es gibt hier einen schönen Artikel in Science, ich glaube aus 2001 ist der. Das ist ein Appell von 14 Virologen der alten Garde. Dabei sind auch einige der berühmtesten Namen der amerikanischen Virologen. Und die appellieren daran, zurück zu den Grundlagen der Virologie zu kommen. Und er schreibt, all das ist zwar großartig, sagt Kelleher, aber eine Aneinanderreihung von DNA-Buchstaben in einer Datenbank sagt wenig oder gar nichts darüber aus, wie sich ein Virus vermehrt, welche Tiere es in sich tragen, wie es Menschen krank macht oder ob Antikörper gegen andere Viren davor schützen könnten. Das bloße Studium von Sequenzen, so Kelleher, sei so, als würde man anhand eines Fingerabdrucks einer Person feststellen, ob sie Mundgeruch hat. Das sagen Sie zu diesen Aussagen. Wie gesagt, das sind hier, vielleicht kennen Sie auch Kelleher, sollen ja die Top-Virologen aus den USA sein, die alte Garde, die auch an die Sie sind da sozusagen auch dann Nachwuchs für die, wenn man hier von 2001 das sieht. Insofern, was sagen Sie zu diesen Aussagen? Na, man muss immer die zwei Seiten von so einer Aussage sich anschauen. Das eine ist eben, ja, man wünscht sich gerne immer biochemische, molekulare, experimentelle Daten. Aber letztendlich ist es eben schon so, dass wir anhand der Sequenzauswertung bei fast allen biologischen Fragestellungen zunächst mal ganz viel Information schon mal gewinnen. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass man diese Informationen dann sinnvollerweise noch mit biochemischen Daten, molekularen Daten unterfüttern sollte und dann ein Gesamtbild bekommt. Aber jetzt zu behaupten, nur die Biochemie oder nur die Sequenzen, das wäre nichts oder das wäre ganz toll, ja, das ist nicht richtig. Ja. Man muss beides haben und beides verfolgen. Aber man muss auch den Covid-Researchern 2019, 2020 auch zugute legen oder sagen wir mal einfach positiv argumentieren, die hatten gar nicht die Zeit dazu. Ja. Mhm. Covid-19, wann kam das auf? Ja, wie viel Zeit hatten die, um die Sequenz zu machen? Da war die Priorität, wir brauchen ein Vakzin. Ja, das war ja im Februar, wo Van Wu et al. Das publiziert haben. Und da können wir ja auch mal zum Common Dresden Paper kommen. Kurzer Einschub noch zu dem Thema, man steht unter Druck. Das
kennt ja jeder Wissenschaftler oder gerade in so einer Situation steht man natürlich unter Druck und man hat gewisse Erwartungen zu erfüllen. Wenn wir jetzt uns aber sozusagen in einer perfekten Welt befinden würden und nach den Vorgaben der deutschen Forschungsgemeinschaft gehen würden, dann steht hier, oder die deutsche Forschungsgemeinschaft explizit schreibt, auch auf Arbeitsfeldern, wo intensiver Wettbewerb dazu zwingt, möglichst rasch zu publizieren, muss die Qualität der Arbeit und der Veröffentlichung oberstes Gebot sein. Ergebnisse müssen, wo immer tatsächlich möglich, kontrolliert und repliziert werden, ehe sie zur Veröffentlichung eingereicht werden. Also ich stimme mit Ihnen da vollkommen überein, dass da sehr hoher Druck ist, aber das rechtfertigt in meinen Augen nicht so wirklich, dass man eben voreilig publiziert, ohne jetzt zum Beispiel Kontrollen durchgeführt zu haben. Das Paper, was Sie da eben hatten, ist nicht voreilig publiziert. Die haben das gemacht, was nötig ist. Hm. Weil ich würde jetzt nicht behaupten, dass es ein sehr dickes Paper ist, also die erste Publikation. Die Nature-Publikation, ja. Das ist jetzt kein vollumfängliches Paper, aber die Kontrollen, die nötig waren, um das zu publizieren, nach dem Stand der Technik 2019, sind in diesem Paper alle enthalten. Aber hier ist ja zum Beispiel keine biochemische Charakterisierung, keine Isolierung. Sagen die aber auch ehrlich. Das steht ja nicht im Titel. Ja? Dann würde da im Titel stehen Biochemical Characterization. Ja? Ja. Der Titel ist ein ganz anderer. Und aber hiernach wurde ja quasi dann die gesamte Sequenzierarbeit der restlichen Welt wurde ja anhand dieses Referenzgenom. Aber das ist immer so. Ich bin in diesem Sequenziergeschäft seit Anbeginn dabei. Ja? Wir hatten das vorhin, ne? Als ich etwas über 20 Jahren wieder nach Deutschland gekommen bin, fing gerade die Genomsequenzierungswelle in Deutschland an. Wer zuerst das Genom draußen hat von dem einen Organismus, ob das ein Virus, ein Phage oder ein Bakterium oder was auch immer ist, der hat gewonnen. Den müssen alle anderen zitieren. Hm. Das ist das Spiel. Ne? Sehen Sie darin jetzt Hand aufs Herz als sozusagen reiner Wissenschaftler, sehen Sie darin vielleicht ein Problem, was wir haben könnten? Gar nicht. Okay. Es spornt halt an, dass man dann schon versucht, der Erste im Feld zu sein. Hm. Aber Science ist halt auch, hat das was mit Erfolg zu tun und so weiter und so fort. Und die DFG-Richtlinien, die Sie dort vorgelegt haben, die werden die Kollegen hier in diesem Artikel sicherlich alle erfüllt haben. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Okay. Dann möchte ich gerne zum Coleman-Drosten oder Coleman-Drosten-Paper kommen. Das ist ja, da wurde ja das PCR-Test-Protokoll entwickelt. Können Sie sich erinnern, oder Sie schreiben im ASM-Journal, da haben wir heute mal reingeschaut, da, wo Sie ja Mitherausgeber sind, da dauert ein Peer-Review-Verfahren durchschnittlich 35 Tage. Da hat es ganz genau 2 Tage gebraucht, bis das peer-reviewed wurde. Wurde kurz darauf auch von der WHO freigegeben. Und das halt monatelang, bevor irgendwelche Pandemien von der WHO ausgerufen worden sind. Ich glaube, in Deutschland war Lockdown ist ausgerufen worden am 23. März, Ende März. Das heißt, wir haben ja Anfang des Jahres, knapp 3 Monate vorher, wo innerhalb von weniger als 2 Tagen ein Testprotokoll entwickelt wird oder beziehungsweise eingereicht wird und peer-reviewed wird. Wie ist das möglich, dass das so schnell peer-reviewed wird? Und zu der Zeit gab es dann noch nicht diesen Druck quasi. Genau. Ne? Da gab es noch keinen Druck von... Ja. Da ist jetzt eine große Corona-Pandemie, wir müssen einen Test entwickeln. Ja, aber wie können Sie sich das erklären? Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Sie schreiben 35 Tage durchschnittlich. Ja, ist der Durchschnitt. Das heißt, 2 Tage? 2 Tage ist dann sicherlich schon sehr kurz, aber das würde ich jetzt nicht negativ sehen. Das zeigt einfach, dass es auch ein wichtiges Feld war, dass der Editor, der das zu begutachten, der steht ja hier sicherlich auch irgendwo, ja, wer der Chief Editor war, oder die haben ein Editorial Team, die werden das schon. Ja, in dem Fall ist der Christian Drosten gleichzeitig Autor und aber auch Gutachter und das die ist werden sich das nicht leisten können, da irgendeinen komischen Schmuh zu machen. Das wird sicherlich schon korrekt sein. Wir haben das schon öfter erlebt bei solchen, sag ich mal, nicht Pandemie, aber bei solchen wichtigen Themen, dann werden die Begutachtungszeiten etc., die werden extrem abgekürzt. Ja? Erinnern Sie sich noch an den Ausbruch 2000 und
2011 ungefähr war das hier in Hamburg oder im Norden, da hatten wir diesen EHEC oder EHEC-Keim, diesen super Pathogenen, der auf irgendwelchen Sprouts war, die man im Restaurant gegessen hat, und unheimlich viele Leute, etliche Leute gestorben und viele Leute mit heftigen Infektionen in die Kliniken gekommen. Der Erreger, das war so ein Escherichia coli. Der Erreger wurde genauso ratzfatz sequenziert und auch das Paper wurde innerhalb von 2-3 Tagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch zur Veröffentlichung angenommen. Das werden wir dann nochmal prüfen. Ja. Also das ist von daher bei solchen wichtigen Krankheitserregern ist das Stand der Dinge, nichts Besonderes und eigentlich sogar wichtig, dass es sehr schnell kommuniziert wird und die Information an alle nach draußen gebracht wird, die damit arbeiten. Denn hier war es ja auch wichtig, an die wissenschaftliche Community einen validen Test schnell zu kommunizieren. Denn sonst wissen Sie auch, oder Sie haben alle davon profitiert. Wir alle haben nachher diese Testkits gehabt, beziehungsweise sind zu diesen PCR-Labors hingelaufen. Die werden alle das hier abgeguckt haben. Da ist dann auch die nächste Frage, kommen Drosten, die haben kein Virenisolat vorliegen, also haben auch keine Patientenprobe gehabt. Sie haben ihren Test nur auf Grundlage von Berichten aus den sozialen Medien dann da entwickelt, ihr Testprotokoll, und haben das auf Grundlage von Rohdaten gemacht, die zum Stand 01.01.2020 waren, also noch vor der Sequenzierung von Fan Wu et al. Wie ist das alles möglich? Wie kann man auf Grundlage, wenn man noch nicht mal ein Virenisolat vorliegen hat, keine Patientenprobe, wie kann man da so einen Test entwickeln? Also, das ist nicht richtig, was Sie da gerade... So steht es da dran? Ja, hier steht aber auch drin, ich habe das jetzt nicht im Kopf und auch nicht quer, aber schon alleine beim Querlesen sehe ich, dass die Kollegen hier eine Genebank-Accession-Nummer zugegriffen haben, die bereits zum Zeitpunkt des Manuskriptes zur Verfügung war. Die ist hier angegeben. Ja. Und die werden die genutzt haben und damit gearbeitet haben. Also was konkret dort gemacht wurde, ist, man hatte ja keine Patientenprobe, wie man sagt, und man hatte auch noch kein Isolat. Dort wurde aus dem SARS-1-Virus sozusagen, wurde die Genbank abgerufen, das steht hier unten. Ja, aber hier steht auch, Cell Culture Supernatants containing type coronaviruses and other respiratory viruses were provided by the Charité and University of Hong Kong Research Labs. Das heißt, die hatten ihre Samples da und die anderen Sachen haben sie synthetisiert. Er schreibt ja explizit halt auch, dass er kein Isolat vorliegen hatte und dass er sich auch... Braucht er ja nicht. Ja. Braucht er nicht. Er konnte die Sequenz hier abgreifen und hier hat er sogar haben die Kollegen infizierte Zellkulturlinien gehabt. Was brauchen die mehr? Aber nicht von SARS-CoV-2. Da steht doch hier, Cells containing type coronaviruses and other respiratory viruses were provided. Genau, also auch von vorher, ne? Von SARS-CoV-1 von 2002. Also man hat quasi die Sequenzierdaten, die man hatte, aus Genbank 1. Januar, hat man runtergeladen. Steht auch hier eine Seite weiter. Da steht es ganz konkret, was man gemacht hat. Hier zum 1. Januar 2020 hat man alles, was available war, in Genbank runtergeladen. Da hatten wir ja noch keinen SARS-CoV-2 in der Genbank. Das sind also die Daten von dem SARS-Urtyp sozusagen aus 2002. Ja, die haben das so ein bisschen zusammengebaut, aber das ist legal. Das heißt, wenn ich einen Test entwickeln möchte für einen neuen vermuteten Krankheitserreger und ich habe weder eine Patientenprobe vorliegen, noch habe ich eine Zellkultur dieses neuen Virenisolats vorliegen. Ich arbeite ausschließlich mit Sequenzierdaten sozusagen aus der Vergangenheit von 2002. Wie ist es mir möglich, einen Test zu bauen, der ja quasi das neue Virus anzeigen soll? Wenn ich diese, ich kann den Test ja gar nicht kalibrieren. Also, nein, das stimmt nicht, ne? Dafür sind Sie nicht tief genug da drin. Also, die Kollegen um Herrn Drosten, die haben das schon richtig gemacht. Wenn ich heute so etwas nochmal machen würde oder so, würde ich das genauso machen. Mhm. Ja, sie geben ja alle Sequenzen an, wo sie die her haben, das ist korrekt. Und wir brauchen ja für den Nachweis nicht das gesamte Virus, sondern sie brauchen für den Nachweis lediglich 1 oder 2 Schnipsel aus dem Genom. Mhm. Ja, und die lassen sie sich anhand der öffentlich zugänglichen Sequenzen einfach synthetisieren. Mhm. Da gibt es genügend Firmen,
Die können in ein Stück DNA 1 Kilobase bis 5 Kilobasen, also 5000 Basenpaare gegen Geld synthetisieren und damit arbeiten sie dann. Und sie weisen ja entweder DNA oder RNA nach. Und das können sie sich, wie gesagt, das können sie sich kaufen. Und der Rest ist Spielerei mit der PCR. Und nichts anderes haben die Kollegen hier gemacht. Mhm. Ja, wenn ich aber die Patientenprobe gar nicht vorliegen habe, ich habe und auch noch darum, nicht die neuen Sequenzdaten. Darum geht es nicht. Es geht nur um den Nachweis eines Viruspartikels oder eines Teils. Und wir geben ja sogar an, welchen Teil sie hier verwendet. Genau, ja. Und das ist ganz egal. Das brauchen sie nicht. Sie müssen das ja dann nur noch vor dem Hintergrund einer Zelllinie oder, sag ich mal, eines Hosts entwickeln. Mhm. Es geht um die Aber ich muss doch irgendwie prüfen danach, wenn ich jetzt, sage ich mal, diese Primer synthetisiere. Nee, und sie machen nicht die Primer, sie machen das Fragment. Ja? Und das Fragment können sie in eine Zelllinie einbringen. Mhm. Ja? Und da geht es nur um die Frage, wie sensitiv ist mein Assay? Detektiere ich noch eine Kopie oder brauche ich 10 oder 100 Kopien in 1000 Zellen, in einer Eukaryotenzelle, in 10 Eukaryotenzelle? Also die Sensitivität, die ist das, was sie hier raus triggern müssen. Ja, und das haben die scheinbar hinbekommen und die Spezifität natürlich, ne? Dass sie nicht irgendwas amplifizieren, sondern dass sie genau dieses eine Gen oder diese zwei Gene, auf die der Assay aufgebaut ist, raus amplifizieren. Wie stelle ich das als Forscher sozusagen sicher, dass mein Assay am Ende, angenommen, ich entscheide mich jetzt für diese zwei Stellen im Genom, erstmal, wie suche ich diese zwei Stellen aus? Also nach welchen Kriterien ungefähr? Jetzt, das ist schwer zu sagen. Also wir müssen ja davon ausgehen, dass die Kollegen hier, die haben ja schon viele Jahre Erfahrung mit solchen viralen Nachweis-Essays. Die wissen schon, welche Bereiche man da attackieren muss. Das weiß ich nicht. Aber ich vermute, dass sie auf sehr konservierte Bereiche in dem Genom hingegangen sind oder eine Mischung konserviert, weniger konserviert und sich das dann daraus abgeleitet haben. Aber wie gesagt, das ist etwas, was man im Laufe der Jahre sich erarbeitet, so das Knowledge, wie mache ich das? Und der Rest ist einfach PCR, Spielerei, Nachweis. Und da waren die einfach die Ersten und haben das hingekriegt. Dann nochmal, wo wir gerade bei der PCR sind, wenn man sich das Testprotokoll anschaut, Drosten hat einen CT-Wert von Maximum 40 angegeben. Hat aber anderthalb Jahre später, oder ich glaube, das war so Mitte 21, oder 22, hat er gesagt, wir sollten so mutig sein und eine CT-Wertgrenze festlegen bei 28. Hat das aber von vornherein nicht gemacht. Ist das für Sie, sehen Sie da nicht einen Widerspruch? Hier war es wichtig, ein zeitnah ein Assay rauszubringen. Aber man hätte auch einen CT-Wert festlegen können. Wie das man war, hätte das machen können, aber warum fürs Erste? Das war damals noch gar nicht die Frage. Hat man dann, wenn man mit CT... Wenn man einen CT-Wert von 38 hat, hat man da nicht ganz viele. Ich meine, Herr Lauterbach hatte dann auch irgendwann, wann war es, ich glaube im Herbst letzten Jahres, hatte einen positiven Corona-Test und hat dann gesagt, ja, mein CT-Wert war irgendwie 32, das ist so schwach positiv, ich gehe nicht in Quarantäne. So vorher also, hat man den ganzen Tag gesagt, wir nehmen jeden positiven Test, egal ob das CT-Wert 40 ist oder über 30, stecken wir alle in Quarantäne. Irgendwann hat man gesagt, nö, also wir ziehen die Grenze bei 28 und schauen mal genauer hin, warum hat man nicht von Anfang an das festgelegt? Da kann ich nichts zu sagen, das ist nicht meine Expertise. Ich kann aber vielleicht hier nochmal zurück zu dem Test kommen. Diese Realtime-PCR-Tests, die werden, also erstens mal die Kollegen um den Herrn Drosten herum haben da sicherlich sehr viel Erfahrung, solche Tests zu entwickeln. Und da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, im negativen Sinne, aber Herr Drosten hat diese Tests ja auch nicht per se erfunden, sondern diese Realtime-PCR-Tests, die werden seit Jahren eingesetzt, um pathogene Viren nachzuweisen. Gerade also so auch gerade in der Tropenmedizin beispielsweise, aber die werden auch sehr viel in der Pflanzenhygiene oder in der Landwirtschaft eingesetzt, um eben irgendwelche pathogene Pflanzenviren nachzuweisen. Also das sind einfach Routinetests am Ende des Tages, ja, und das ist eine generelle Anwendungsmethode. Nur ich glaube, der durchschnittliche Bürger hat diese Tests erst 1920 dann das erste Mal kennengelernt, dass es die gibt, und da gab es dann halt ein bisschen Aufregung. Und dass solche Tests eben angepasst werden müssen hinsichtlich des CT-Wertes,
überrascht mich als Mikrobiologe überhaupt nicht und riecht mich auch nicht auf. Was meinen Sie, was Kerry Mullis, wenn er jetzt bei Corona noch am Leben gewesen wäre, wenn er, was er dazu gesagt hätte, zu der massenhaften Anwendung seiner Testmethode? Naja, der hätte sich gefreut über das viele Geld, was ihm da reingespült wurde. Na, ich glaube, er hatte ja schon alles an Rocher verkauft damals. Insofern hätte er finanziell davon nichts gehabt. Ja, aber das ist halt so, ne? Und an diesen Publikationen ist per se überhaupt nichts auszusetzen. Die sind handwerklich sehr gut gemacht und haben uns ja auch ein Riesenstück weitergebracht. Ja? Ohne dieses Paper sehr früh, das ist das Nature Paper, hätten wir nicht sehr früh einen Impfstoff gehabt. Ja? Und das Gleiche hier, wir können da froh sein, dass wir diese schnellen PCR-Tests dann auch hatten. Auch wenn sie ein bisschen teuer waren. Unser Problem, was wir sozusagen oder was wir kritisieren an nicht nur diesen Publikationen, ist einfach das komplette Fehlen jeglicher dokumentierter und durchgeführter Negativkontrolle mit anderen Patientenproben oder mit. Das braucht man dabei nicht. Das ist dabei nicht. Das ist nicht Stand der Dinge. Aber wie validiere ich denn die Methode, dass sie keine falschen Ergebnisse die liefert? Die Methode sequenzieren ist validiert. Okay, das haben wir schon in den Jahren, das fing mit Frederik Sanger, den Sie eben zitiert haben, an. Ja? Und Sequenziermethoden und vor allen Dingen, wir reden über Next Generation Sequencing Technology, das ist spätestens Mitte 2010, 2011 entstanden, die Techniken. Und sind jetzt nur noch mal ein bisschen in der Tiefe, in der Sequenziertiefe verbessert worden und in der Geschwindigkeit, aber die Techniken sind rock solid, da muss man auch nichts. Wir haben eben berechtigten Zweifel, weil eben durchgeführte Kontrollversuche, die so abliefen, wie ich es gerade beispielhaft erklärt habe, eben zeigen, dass man aus unterschiedlichen Proben sämtliche RNA-Viren zusammenbauen kann. Spricht ja nichts gegen. Ja, aber es ist immer die Frage, wonach suche ich? Wenn ich jetzt in der gleichen Probe alle Viren finden kann, immer. Okay. Aber nicht in dem Titer. Ja, sie wird, das wenn ist nochmal eine andere Frage. Wenn Sie eine Infektion haben von SARS-CoV-2, ja, dann produzieren Sie dieses Virus in Ihren Körperzellen, ja. Und dann entlassen Sie dieses Virus auch in die freie Wildbahn, sag ich mal so, ja. Und das können Sie nachweisen. Und dann haben Sie einen riesigen Titer von dem Zeug. Wir haben ja gerade über den CT-Wert gesprochen. Wenn Sie jetzt nur eine Kopie davon irgendwo in Ihrem Genom haben, haben Sie keinen CT-Wert, den Sie nachweisen können. Oder nur einen sehr niedrigen. Ja? Darauf kommt es doch an. Und ich glaube, hier braucht man keine weiteren Kontrollen. Ja, das. Sie haben ja jetzt gerade gesagt, sozusagen der Ablauf wäre jetzt, ich produziere das Virus in meinen Zellen, es nistet sich ein und kopiert sich dort und dann scheide ich es wieder aus über meine Atemluft oder über andere Kanäle. Warum ist es dann in der Virologie, sage ich mal, geschichtlich völlig unmöglich, aus Patientenproben direkt ein Virus zu beobachten? Ich muss immer erst ins Labor gehen, eine Zellkultur sozusagen kultivieren und mit vielen, sage ich mal, Steps und Zusätzen kann ich dann in diese Richtung gehen. Aber warum sehe ich in EM-Bildern oder auch in anderen Verfahren, bildgebenden Verfahren, nie direkt in den Patientenproben diese Partikel? Das ist eine gute Frage, aber das ist eine Frage, die wir generell in der Mikrobiologie so ein bisschen haben. Ja, das müssen Sie sich vielleicht vorstellen wie im Sommer so ein Schwimmbad. Ja? Die Normalsituation ist vielleicht, dass da, wenn da jetzt einer im Schwimmbad ist, ja, dann müssen Sie auch erstmal eine Weile suchen. Ja? Wenn das Schwimmbad vollgepackt ist, dann fällt es Ihnen einfach oder leicht, dort jemanden zu finden. Aber das Problem ist tatsächlich, dass Sie, wenn Sie davon sprechen, einen hohen Titer zu haben, ja, und das ist aber in Wirklichkeit ist das nur relativ wenig. Ja. Und wenn Sie das jetzt auch, wenn Sie jetzt sagen, Sie husten, das hat das jetzt ganz erlaubt, die ganzen Virenpartikel auf so einen Objektträger drauf und versuchen das dann mit Mikroskop zu finden, dann ist das ein Suchspiel. Ja? Das ist tatsächlich so ein Suchspiel. Wo ist denn da einer oder so? Ich könnte ja auch mehrere Patientenproben sozusagen zusammenbringen oder das filtrieren. Das wird ja auch versucht. Aber man hat ja noch nie direkt aus dem Speichel oder aus dem Blut oder aus dem Gewebe diese Partikel zeigen können. Immer nur in den Zellkulturexperimenten. Das kann ich so nicht sagen. Das kann ich nicht unterschreiben. Okay, okay. Aber generell ist es natürlich ein Nachweisproblem, also das visuell darzustellen.
Und ich würde das nicht unterschreiben, dass man das noch nie gemacht hat. Dafür kennt keiner, also ich kenne die Literatur dafür nicht gut genug, würde ich mir nie anmaßen, ja, halte ich für gefährlich. Okay, okay. So, wenn wir jetzt aber, wenn wir weder bei der Genomsequenzierung noch bei dem PCR-Testprotokoll, wenn wir dann irgendwo Negativkontrollen haben, wir sehen ja, es gibt immer wieder Ansteckungsexperimente, uns sind keine bekannt, die erfolgreich waren, wo man gesehen hat, man kann die Leute anstecken. Sind Ihnen welche bekannt, erfolgreiche Ansteckungsexperimente mit pathogenen Viren? Das sind Experimente, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind das Experimente, die nicht erlaubt sind. Ja? Haben wir doch jetzt gerade auch in London beim Imperial College gesehen, das Human Trial Experiment, wo man Leute explizit infiziert hat mit dem SARS-Urtyp oder Wildtyp, ging doch groß durch die Medien. Ja, das ist aber irgendwas, was ich, das finde ich schwierig. Also man hat es ja auch bei der spanischen Grippe gemacht. Ja, das sind aber auch nur, das ist, spanische Grippe war vor über 100 Jahren, da hatten wir ganz andere Regeln, ja, und aber, also Sie sprechen jetzt den ethischen Aspekt an, dass es quasi aus ethischen Gründen sozusagen schwierig ist, ja, Ansteckungsversuche zu machen, unabhängig, ob sich jetzt Leute dafür melden, freiwillig oder nicht. Das ist nicht nur schwierig, das ist ein No-Go. Okay. Wir haben aber das, hat das stattgefunden. Also auch unfreiwillige Ansteckung. Genau, also unabhängig davon, ob das jetzt gemacht werden soll oder nicht, in der Vergangenheit haben diese Experimente stattgefunden und sie waren tatsächlich noch nie erfolgreich. Also das prominenteste Beispiel ist jetzt aus der Zeit der spanischen Grippe. Da hat die Johns Hopkins Universität hat damals mit der University of Michigan im Rockefeller Institute of Medical Research, der US Navy und dem United States Public Health Service hat damals große Ansteckungsexperimente vollzogen in Boston und San Francisco. Und man hat mit über 60 Probanden dort alle möglichen Varianten ausprobiert. Die mussten sich küssen, die mussten sich umarmen und zusammen sprechen, sich anhusten. Blut wurde entnommen, injiziert, subkutan und so weiter und so fort. Also man hat wirklich jeden erdenklichen experimentellen Weg ausprobiert und kein einziges Mal ist es gelungen, sozusagen die Symptome im Experiment zu übertragen. Da ist halt die Frage, kennen Sie diese alten... Kenn ich nicht, aber ich würde die einfach ad acta legen, weil Sie wissen weder, also eine Zahl von 60 Probanden ist erstens sehr niedrig, zweitens wissen Sie nicht, was das gesunde Probanden waren, welches Alter, etc. Also ich würde das, sorry, unter der Rubrik grober Unfug abtun. Ja, das ist nicht valide und so würde man heute nicht mehr vorgehen. Abgesehen davon ist das einfach ein ethisches No-Go. Wie gesagt, in London hat man das tatsächlich gemacht beim Imperial College und hat da auch vorher das mit Ethikkommissionen irgendwie abgestimmt. Das ging natürlich groß durch die Medien, dass man gesagt hat, ja, ethisch. Das war die sogenannte Human Challenge. Human Challenge, genau. Das ging dann groß durch die Medien. Da stand dann vor allem dieser ethische Aspekt im Vordergrund. Aber es gab halt einfach Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, gesagt haben, wir machen da mit, wir wollen da der Wissenschaft einen Dienst tun, um einfach zu schauen, wie ansteckend das tatsächlich ist. Und das Spannende ist, ich habe mir alle Fachmagazine angeschaut, die darüber geschrieben haben, kein einziges aufgefallen, dass die keine Kontrollgruppe hatten. Ja, kann ich nichts zu sagen, ich habe mir das nicht näher angeschaut. Und da ist halt, ich halte das auch für sehr schwierig eigentlich. Halten Sie das für, sage ich mal, jetzt rein mit der wissenschaftlichen Brille betrachtet, ist sowas wichtig für uns, dass wir zeigen können, aha, wir haben tatsächlich diese Übertragung von Symptom A und Mensch A nach B und wir haben sozusagen den Pathway bewiesen, wir haben bewiesen, dass es tatsächlich diese pathogene Übertragung gibt. Das ist eine Mikrobiologie, die wir um die 1900 hatten, das sind die Koch'schen Prinzipien, Sie wissen Robert Koch, ne? Koch'schen Postulate, genau. Dort wurde so etwas gemacht, KMA infiziert gesunde Maus, ne? Maus fällt tot um, dann kann ich den Keim da wieder raus isolieren und habe genau den gleichen Keim in der Hand. Ja. Warum macht man das jetzt nicht mehr aus der Sicht? Weil bei Mäusen zum Beispiel. Bei Mäusen wird das sicherlich noch gemacht, würde mich jetzt überraschen, wenn es nicht gemacht wird, aber da ist es auch, die ethischen Auflagen sind da nicht so hoch. Und bei Menschen sind das wären Versuche an Menschen, das ist ethisch nicht in keinster Weise zu rechtfertigen. Mhm. Und von daher ist das mehr als schwierig. Ja. Und Punkt. Okay.
Verstanden. Was ist bei den Maus- und auch Affenexperimenten, die es tatsächlich heute noch gibt, die auch bei Corona gemacht werden? Dort ist leider immer das Problem aus meiner Sicht, dass man hier die Zellkultur den Affen ins Gehirn spritzt oder eben in die Lunge pumpt. Also vom Methodenteil schwierig. Habe ich nicht, liegen mir keine Paper zu. Ja, würden Sie sagen, nicht mein Gebiet. Ja, aber würden Sie grundsätzlich sagen, wir sollten schon die natürlichen Übertragungswege respektieren, also sozusagen die Leute zusammenbringen, die Affen, oder wäre es Ihrer Meinung nach ohne Kontrollexperiment nicht auch problematisch, wenn ich jetzt einem Affen etwas ins Gehirn spritze, ohne eine Kontrolle zu haben, wo ich einem gesunden Affe eine negative Zellkultur ins Gehirn spritze, müsste ich doch eigentlich machen. Also ich bin Mikrobiologe, ne? Ich hab mich damit nicht auseinandergesetzt, mir sind diese Studien auch nicht bekannt. Ne? Ja. Persönlich halte ich für solche Experimente für extrem schwierig und vielleicht sind die auch gar nicht nötig. Ja. Weil wir eben mit der Genomsequenzierung und den anderen Verfahren, Sie sagen, das reicht uns eigentlich aus als Nachweis der Pathogenität. Ja, ich sehe nicht so ganz, also von meiner Sicht aus sehe ich nicht so ganz den Nährwert dieser Studien. Mhm. Die Pathogenität wird ja heutzutage, unabhängig von diesen Ansteckungsexperimenten, einzig und alleine auf dem sogenannten zytopathischen Effekt begründet. Also die Virologen haben ja eine Zellkultur und infizieren die mit einer Probe und sehen dann, dass sich dort der Zellrasen, der geht dann kaputt, oder die haben dann gewisse Veränderungen, den sie als zytopathischen Effekt definieren. Auch hier fehlen gänzlich sozusagen dokumentierte Kontrollexperimente, und meiner Meinung nach ist es schwierig, die komplette Pathogenität in vivo sozusagen zu übersetzen auf dieses Zellkulturexperiment, weil es sagt im Endeffekt nicht wirklich was aus. Naja. Also ich bin auch hier wiederum kein Virologe. Da wären Sie, glaube ich, besser beraten, doch nochmal mit einem Virologen zu reden oder jemandem, der diese Interaktion auch mit euch spricht. Der Schallerset, der hat mir leider abgesagt. Der wollte nicht mit mir sprechen. Ja, okay. Und Frau Ado wollte das auch ist wirklich sehr, also wir sind Ihnen auch sehr dankbar. Es ist wirklich extrem schwierig, Virologen. Sie gehen mit einer negativen Grundeinstellung an die Sache ran. Sie vermuten überall irgendwelche komischen Fallstricke. Ja, das ist nicht so. Ja. Aber ich meine, wir gehen doch einfach nur streng wissenschaftlich vor. Nein, die DFG sagt, wir müssen Negativkontrollen haben und es gibt keine. Wir schreiben alle an, alle sagen, wir kennen keinen. Das ist Sie brauchen bei dieser Art. Hier wurden alle Kontrollen gemacht. Ja. Aber Ihre Kollegen sagen, die sind gerade notwendig. Die schreiben. Du hast ja auch aus Melbourne und so, die sagen alle, ja, wir... Also die sagen nicht nur, dass sie es nicht gemacht haben, oftmals schreiben sie uns auch, zum Beispiel der Head of, den können wir hier rausholen, der Oliver Schwarz, der ist Head of Virus and Immunity Unit vom Institut Pasteur, der hat geschrieben, dass diese Kontrolle eben nicht durchgeführt wurde, also dieses Experiment, was wir gerade besprochen hatten. Und andere Virologen schreiben uns, dass diese Kontrollen durchaus richtig und gut sind, dass sie das eigentlich machen würden. Einer hat sogar geschrieben, dass er nach Publikation, also das ist jetzt das Beispiel aus Nizza, Universitätsklinikum Nizza, er hat geschrieben, dass er es nach Publikation gemacht hat, das Experiment, und dass er tatsächlich dann auch negative Proben im Genome-Sequencing-Prozess als positiv deklariert hat. Also daher kommt halt unsere, wie Sie sagen, wir gehen da mit einer gewissen... Wir haben hier auch schon mit solchen Nachweisverfahren, nicht unbedingt jetzt für ein Viruspartikel, ja, aber im Sommer, wenn es heiß ist und man die Standards nicht einhält, amplifiziert man auch schon mal irgendein Partikel aus nichts, aus der Luft, aus der Wasserprobe. Ja? Da muss man eben dann die entsprechenden Negativkontrollen mitfahren und immer aufpassen. Ja? Aber an diesem Sequenzpaper ist nichts auszusetzen, genauso ist hier nichts auszusetzen. Ja? Aus der rein handwerklichen Seite. Also diese negative Grundeinstellung, die wir quasi in diesem Bereich mitbringen, entsteht dadurch, dass wir mehrere unabhängige Labore sozusagen beauftragt haben, München, in Schweiz und auch in China, diese Kontrollexperimente durchzuführen.
Und wie ich gerade geschildert hatte, ist es, genau, es ist in der Tat möglich, nicht nur beim zytopathischen Effekt, dort auch, aber es ist eben in der Tat möglich, aus der Probe SARS-CoV-2 per Alignment zu errechnen, die sozusagen vorher negativ war im PCR-Test. Oder ich brauche gar keine Patientenprobe dazu geben. Ich kann eine reine Vero-E6-Zellkultur nehmen und daraus auch virale Genome errechnen. Das hört sich für mich extrem obskur an. So, okay. Ja, das ist für mich... Also das halten Sie für ausgeschlossen? Das halte ich für Charlatanerie. Ja. Ich weiß ja nicht, was Sie da für Labors befragt haben. Ne? Hm. Man muss da immer vorsichtig sein. Ja. Was würden Sie sagen, vorausgesetzt, das ist tatsächlich möglich, wie es ja auch der eine Virologe hier bestätigt hat, würden Sie dann Ihre Einstellung bezüglich der Kontrollexperimente ändern oder würden Sie dann immer noch sagen, wir brauchen die Kontrollen eigentlich nicht zu machen? Ich betreibe in meinem Labor PCR seit über 30 Jahren. Ja, seitdem kenne ich mich mit PCRs aus. Ja, wir entwickeln mit Kollegen in der Industrie PCR-Assays für den Nachweis von dies und das. Ja. Wir haben das auch schon erlebt, dass man in der wirklich negativen Kontrolle plötzlich was Positives hatte. Aber dann lag das in der Regel daran, dass man irgendwo eine Sterilkette nicht eingehalten hat, eine TA geschlampt hat, etc. Ja. Sowas passiert. Aber da muss man eben entsprechend immer wieder hinterfragen, ist das alles korrekt? Genau, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber dass man da plötzlich aus Luft irgendwie so ein 50 kB-Fragment in einem oder 30 kB-Fragment in der vorher gesunden Probe entdeckt, no way. Ne? Unfug, sorry. Aber da ist halt, jetzt darf man das ja öffentlich sagen, die Zeit ist ja vorbei. Also ich kenne in meinem Umfeld sehr viele Leute, die tatsächlich für sich private Ansteckungsexperimente durchgeführt haben. Die hatten dann halt irgendwie Familienmitglieder oder Freunde, die waren dann auch mit einem hohen CT-Wert, waren sie positiv, die haben dann mit denen ganz viel Zeit verbracht, die haben auch teilweise mit denen, dass sie mit denen intim geworden sind und ist keiner krank geworden. Da auch, also bei mir, ich habe viele Videos zu dem Thema gemacht, da lese ich ständig solche Kommentare von Leuten, die sich bewusst versucht haben anzustecken. Ja, aber das müssen Sie, kenne ich auch, aber das ist nicht maßgeblich. Natürlich maßgeblich ist das, aber wir sind haben doch die Leute, die dann auch infiziert wurden und daran verstorben sind. Ja? Halten Sie es für möglich, dass die Symptome, die wir dann als SARS-CoV-2 oder als Masern oder andere Krankheiten sozusagen definieren, halten Sie es für möglich, dass diese Symptome auch andere Ursachen, kausale Ursachen haben könnten als pathogene Krankheitserreger? Nein. Das, was an Symptomen dargestellt wurde, das war ja mannigfaltig, ja? Ja. Das war schon eindeutig SARS-CoV-2 zuzuordnen. Da gibt es keine Diskussion. Ne? Also bevor wir jetzt hier in dieses Querfeld oder in dieses Verneinungsgebiet reinrutschen. Naja, die Symptome bei SARS-CoV-2 waren ja sehr ähnlich oder eigentlich identisch zu auch Grippe-Symptomen. Ja, starke, bis hin wirklich sehr starke Grippeinfektionen. Ja. Aber das korrelierte sehr sauber mit dem Anstieg des viralen Titers und entsprechend muss man da, glaube ich, auch nicht diskutieren. Okay. Wenn Sie da in die Richtung gehen wollen und Unterstützung brauchen, dann müssen Sie den Herrn Bakhti in Kiel anfunken und seine Frau, die sind wahrscheinlich von der anderen Seite kommen, die sehen das, die werden Ihnen die Argumente liefern, die ich Ihnen jetzt verwehrt habe. Aber grundsätzlich ist es ja super gut, dass man bei allen möglichen wissenschaftlichen Themen immer auch solche Diskussionen führen kann zwischen jetzt, sage ich mal, Befürwortern und Kritikern. Ich meine, das ist ja am Ende auch Teil der wissenschaftlichen Debatte und des Fortschritts. Oder sehen Sie das anders? Nein, eine offene Diskussion gilt es immer zu favorisieren und das finde ich auch extrem wichtig. Aber man sollte dabei nicht plötzlich Fakten außer Acht lassen oder schon über Jahrzehnte etablierte Protokolle einfach missachten und so tun, als gäbe es die nicht. Ja? Also wir tun ja nicht so, als gäbe es das nicht, sondern wir nicht haben in das in ja. Richtung, ja. Ah, okay. Ja. Ja. Also wir haben wirklich, ich habe mir wirklich Mühe gegeben über die letzten 3 Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Virologen angeschrieben und ich habe bei mir über 200 Antworten aus aller Welt vorliegen von allen namhaften Institutionen, dass eben keine Kontrollexperimente durchgeführt wurden. Sie sagen jetzt, man braucht die Kontrollen gar nicht durchführen, weil die Methoden sind
zuvor validiert worden, beziehungsweise die sind so genau und so valide, dass sie quasi, dass da kein Fehler unterlaufen kann. Also wenn Sie mir eine infizierte Zelllinie ja hinstellen, ja, und sagen, bitte such mir das Virus raus, muss auch nicht SARS-CoV-2 sein, dann bringe ich das zur Sequenziereinheit und die sagen mir das nächsten Tag, nicht nächsten Tag, ein paar Tage später. Ne? Mhm. So läuft das und das sind die Spanien. Sagen Ihnen dann was, ob das da drin ist? Ob das da drin ist, wie das aussieht, das wird assembliert, etc. Ja? Ja. Entsprechend braucht man keine weiteren Negativkontrollen da reinzuführen. Mhm. Das ist, wie gesagt. Das braucht man ja nur dann, oder das bräuchte man, wann bräuchte man das aus Ihrer Sicht? Gibt es ein Szenario, wofür machen wir dann überhaupt Negativkontrollen? Naja, Negativkontrollen macht man zum Beispiel in Infektionsversuchen, wenn ich mir sicher sein will, dass das Agens den Infekt auch auslöst. Ja, dann muss ich auch sagen, ich brauche ein paar Nicht-Infizierte. Ne? Mhm. Ja? Darum ging es aber nicht. Es ging lediglich der Frage nachzugehen, wie sieht das Genom aus, ja? Und kann ich das jetzt identifizieren? Mhm. Ja, und die Kollegen hier haben nichts anderes getan, als eine Genomsequenz von einem Virus dargestellt. Und wie soll die Negativkontrolle aussehen? Soll die Negativkontrolle vielleicht ein Grippevirus sein? Die Negativkontrolle, die jetzt hier benutzt wurde, ist quasi Wasser. Mhm. Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll hier, um das wirklich methodisch sauber abzusichern. Eine Negativkontrolle würde so aussehen, man würde eine Patientenprobe von einem Lungenentzündungspatient nehmen, den man jetzt nicht als SARS-CoV sozusagen definiert, macht alle gleichen Steps, also man macht sozusagen die Genomsequenzierung identisch wie diese hier und schaut mit Megahit und Trinity nach, ob man auch mit den De Novo Assembly das Referenzgenom errechnen kann. Wie und wenn Sie denn an infizierte Lungenproben kommen? Ich bin jetzt kein Lungenexperte, da müssten Sie noch ins Forschungszentrum nach Borstel gehen. Naja, also wenn ich jetzt die Wissenschaftler hier und Franzu, die haben ja auch eine Probe aus dem Krankenhaus jetzt genommen von einem Patienten, wo sie angenommen haben, der hat jetzt, der könnte eine neue virale Krankheit haben. Also dann müsste ich ja aus dem gleichen Krankenhaus eine andere Probe abgreifen und schauen, dass ich mit dieser Probe nicht dieses Ergebnis erziele. Wenn ich aber mit beiden Proben die gleichen Ergebnisse in den Assemblern, in den Programmen erzielen kann, dann ist ja sozusagen, das ist sozusagen die Negativkontrolle in meinem Verständnis. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber wenn ich eine Methode habe, muss ich doch immer auch klarstellen, das schreibt ja auch die DFG, hatte ich noch gar nicht vorgelesen. Also ja, ich kenne das, ich habe ja auch irgendwie alles ist zu genau, kontrollieren. Also die DFG sagt auch, ich lese das gerade nochmal kurz für die Zuschauer vor. Mhm. In Leitlinie 11 des Kodex Methoden und Standards heißt es, zur Beantwortung von Forschungsfragen wenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissenschaftlich fundierte und nachvollziehbare Methoden an. Bei der Entwicklung und Anwendung neuer Methoden legen sie besonders Wert auf die Qualitätssicherung und Etablierung von Standards. Viele Methoden, die in lebenswissenschaftlichen Projekten zur Anwendung kommen, weisen Limitierungen auf. Diese Stärken und Schwächen einer Methode sollten bei der Wahl der Methode berücksichtigt, dokumentiert und durch entsprechende Kontrollen ausgeglichen werden. Also, das ist genau der Punkt, auf den ich abziele. Sorry, ich meine, ich kenne das auswendig. Wir haben ja auch öfter Funding. Ja? In keinem dieser beiden Publikationen, die Sie mir vorgelegt haben, wurde gegen eine dieser Richtlinien verstoßen. Ja? Die haben hier die entsprechenden Kontrollen gemacht. Natürlich kann man sich darüber streiten, ob man jetzt Wasser nimmt oder einen Puffer nimmt. Mhm. Aber hier ist eine valide Kontrolle präsentiert. Okay, also Wasser ist für Sie eine valide Kontrolle. In dem Fall ist das für mich eine valide Kontrolle. Ja, mhm. Ich hätte auch damit leben können, wenn Sie das aus irgendeinem Puffer genommen hätten oder irgendwas anderes. Aber hier zählt ja, dass Sie eine virale Sequenz nachgewiesen haben am Ende des Tages und dafür gibt es in dem Sinne keine Kontrolle. Also mein Verständnis von valider Kontrolle wäre jetzt, ich ändere nur eine einzige Variable, also nur eine einzige Variable darf sich in der Probe, die ich teste und in meiner Negativkontrolle verändern und das ist quasi das virale Genom, das wäre jetzt der Idealfall. Ja. Aber zwischen Wasser und der Patientenprobe sind ja unzählige Parameter noch unterschiedlich und variabel. Das ist also keine valide Kontrolle in meinen Augen. Sorry, aber die Erfahrung lehrt uns doch. Am Ende hatten die Jungs hier auf jeden Fall recht, ja. Und natürlich war auch der Zeitdruck da.
Hätten die noch 10 andere Versuche gemacht, wären sie halt 3 Monate später gewesen. Aber das, was sie hier gezeigt haben, ist in dem Sinne des der DFG-Richtlinien vollkommen korrekt. Wenn man sagt, dass Wasser die valide Kontrolle ist, dann gehe ich mit Ihnen d'accord. Dann ist das wirklich... Für die Sache hier war das sicherlich eine valide Kontrolle. Ich könnte sogar damit leben, dass sie gar keine Kontrolle gemacht haben, denn es ging hier darum, ein neues Virus zu identifizieren. Mhm. Ja? Da brauche ich nicht unbedingt eine Wasserkontrolle. Wenn ich davon ausgehe, dass die Methode valide ist, dann ja. Die Methode ist valide, das können Sie mir glauben. Dann nochmal dazu, kennen Sie die Geschichte oder wissen Sie, wie man in Tansania den PCR-Test nochmal validiert hat, den getestet hat? Haben Sie es mitbekommen, auch durch die Medien? Das ging ja, Tansania war ja das Land der Corona-Leugner sozusagen. Ich habe das nicht mitbekommen, aber ich kann da nichts zu sagen. Nochmal ganz kurz, man hat in Tansania, der Magifuli hieß ja der Präsident, ich glaube, der war auch irgendwie Labortechniker oder so, der hat gesagt, ich vertraue der WHO nicht so wirklich und hat dann veranlasst, dass nicht nur Proben von kranken Menschen, die vermutlich Corona haben, getestet werden, sondern auch Papaya, Motoröl und Ziege. Mhm. Und dann war nachher die Papaya und die Ziege war auch positiv. Und hat er gesagt, wir testen überhaupt nicht mehr. Und Freunde von mir, die waren da in Tansania im Krankenhaus, da war nichts los. Naja, obwohl dann nie ein Lockdown war. Ja, also ich kann Ihnen dazu nur sagen, ich bin auch sehr viel in Afrika unterwegs. Ich kenne afrikanische Labors auch wirklich, was hier gerade in Tansania und auch in anderen Ländern als sehr hoch ausgestattete Labors angehen. Und ich hätte da meine Zweifel, ob dort die wissenschaftlichen Standards so eingehalten werden können, wie wir das hier haben. Warum hat man den Test? Ich meine, es wäre doch nicht einfacher gewesen, als dass Sie hier in Ihrem Labor den Test nochmal wiederholen. Sie nehmen die PCR, sagen, wir versuchen das zu replizieren, und dann kann man ja sagen, inwieweit man sich auf die Afrikaner verlassen kann oder nicht. Das Einhalten der Standards bei solchen RT-PCR-Assays ist extrem schwierig, dass sie keine Kontaminanten reinkriegen. Mhm. Da müssen sie schon einiges an Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Mhm. Und das ist unter den dortigen klimatischen Bedingungen und den technischen Möglichkeiten nicht immer ganz einfach. Von daher nicht so ganz überraschend, dass sie das in Motoröl und auch in Papaya-Extrakten gefunden haben. Okay, alles klar. Hast du sonst noch weitere Fragen? Nee, alles. Ich glaube, wir haben alles. Alle Themen sind wir durchgegangen. Ja. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Streit, dass Sie sich unsere Fragen gestellt haben. Hat mich sehr gefreut. Ja. Gerne. Danke.